Standby-Modus, ja? Linker Hand, kleinen Finger brauchen wir jetzt. Wie das da? Ein Druck ist dran. Dann nehmen wir diesen Faden. Ja. Stefan. Zwei mit dem Zeigefinger. Vorne mit dem Zeigefinger, ja. Super. Und jetzt können wir das mit dem Finger machen. Ja, jetzt schauen wir, dass wir da. Ich tue jetzt nur einen Test. Mhm. So, tust du eh schon filmen, gell? Ja. Achso, ich habe mir gedacht, den Test, ja, passt, ich filme. Das ist schon YouTube. Von vorne. So, hinten, du bist hinten da noch unschuldig. Die Farben, die wir da noch drauf haben, manövriert. So, schon. Ja, so. Okay, und jetzt mal kurz. So, ich bin von vorne. Ja? Da steht ja. Einer von vorne. Ja. Warum sind das eigentlich so dicke Nadeln für Anfänger wahrscheinlich? Ja, und dann nimmt man was Sinn. Ach so. So, ja. Aber hinter die Nadel stößt ein. Ja, doch hinten. Ja, ja. Ja, eben. Ja. Das hätte ich mir immer gesagt von vorne. Ja, ja, schon. Von hinten geht es eh nicht. Nein. Du bist halt den Faden, aber nicht in die Maschen musst einstechen. Da eine. Ja, genau. Da eine und da hinten. Sehr. Ja. Stopp. Ja. Ups. Ja, super, du bist jetzt sehr talentiert. Ja. So, wie kriegst du den Arme herum? Ja? Ja. Mit dem Faden holst du. Da. Schub, ja, ganz super. Gut. Und jetzt tust du die Maschen nach rechts. Die wird, also wenn es da noch drauf ist, du ziehst sie auf die rechte Nadel. Ja, du bleibst drinnen. Ja, ich hab's ja schon. Ja, und jetzt musst du aber die da runterziehen. Die muss ich runterziehen? Ja, genau. Da kannst du aber mit dem Daumen nachhelfen. Ja, das ist mir alles vom Film. Nein, das passt. Also jetzt muss ich die oben tun? Ja, die kommt nach rechts, die ist erledigt. Ja, super. Die nächste. In die nächste einstechen. In die da? Ja, super. Ja, von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten? Ja, Faden holen, Faden einfangen. Holen? Ja, durchschlupfen. Durchschlupfen? Durchziehen, schon. Nein, das hat gestimmt. Das ist gestimmt, da durch? Ja. Ja, runter und unten. Du musst das durchholen, schau. Du holst die Schlinge da durch. Ja? Okay, wo ist das jetzt? Fast. Das ist schwierig. Da noch drunter reingehst. Jetzt hast du es. Jetzt wieder auf die rechte Hand. Doch drauf drücken. Moment, jetzt wandert praktisch das auf die. Na genau. Und wenn du einmal quer durch bist, ist er auch fertig. Das heißt, es wandert alles auf, ja, auf die genau. Arme um. Genau. Dann bist du am Ende. Und wieder. Von vorne. Von vorne. Ja. Durch. Den Faden durchfischen. Ja. So, schau mal. Schwer das Messer. Ja. Da musst du durch den Arm. Ja, super. Na bitte, natürlich. Nach rechts fallen lassen. Auf die rechte Nadel fallen lassen. Super! Aha. Wahnsinn, der Mann ist begabt. Ja. Na wirklich? Blöd bin ich nicht. Na ungeschickt auch nicht. So. Und jetzt muss ich wieder die holen. Da von durch. Vorne, Faden holen. Nur durchziehen. Durch. Ja. So. Schau, da musst du mal der schauen. Schritt ist mir jetzt genau. Unklar. Ich ja, muss der da muss durch. Da durch. Genau. Okay, jetzt nimmst du das rüber. Lassen. Ja, das kannst du mit dem Daumen. Ja. Super. Okay. Da kannst du rein. Ich tue mal, ich schneide nur den Arm. Also, okay. Ab jetzt geht's auf Zeit. Habe ich da deine Rechte verlesen? Nein. Unten durch. Weißt du, alles, was du jetzt sagst und strickst, wird garantiert gegen dich verwendet. Ja. Bitte, er hat den Dreh heraus. Okay. Das Einzige, ich tue mir dann immer. Ja, das lernst dann einfach, dass du das dann locker, dass das locker nachrutscht. Ja? Aber du hast da auch, da macht es auch einen Zug, das soll es nicht machen, ja? So. Ja, Wahnsinn. Dass du als zweiter Zug gehst. Schauen, das ist nämlich eine schon abgestrickte Masche, die kehrt schon darüber. Die ist nur drauf. Die bleibt nur da, ja. Das geht da runter. Von vorne. Vorne? Ja, so geht's. Vorne, von der Nadel. Ja, das ist eine Masche. Passt. Ich glaube, das ist schwer.
Und was heißt, ist es jetzt glatt und verkehrt? Das ist nur glatt. Das ist nur glatt. Du bist verkehrt. Das ist schwer. Nein, übertreiben. Aber es ist ganz einfach. Das, was wir da glatt trinken, ist da verkehrt. Von vorne. Ja. Genau, zapp. Jawohl. Immer von vorne. Ich habe nur das Problem, dass ich die Wohl auf meinen Fingern nicht, aufpassen, nicht runterrutsche. Wenn man es da runterfällt, ist ganz blättern. Ja, die kannst du wieder einfangen. Wie klein anders runter tust du leichter. Siehst du, bei dir kommt er von unten, okay, vom Zeigefinger. Und du tust ihn anders runter. Also von so? Von vorne. Schau mal. So, von vorne nach hinten. Zweimal um den Zeigefinger. Jetzt liegt er richtig. Ja, jetzt kannst du. Viel zu locker. Ich hüpfe da dabei. So, tun wir da langsam. Schon? Ja, geht schon. Okay. Ja, so, geht schon. Ist gut. Der stimmt auch. So, jetzt machst du es. Von vorne. Also von vorne. Nach hinten. Nach hinten. Durchziehen. Und zwar durch die Schlinge. Du musst durch. Genau. Und drüber. Ja, ja, aber macht das nicht Spaß? Das. Wollen das ein großes Guthaben bei mir? Ja. Ja? Website bei Gelegenheit. Also noch den ersten Schlagern verlernen und schreien. Ja gut, ja, dann machen wir das. So, jetzt bin ich durcheinander vom Tod. Aber du glaubst nicht, wie viel... Es gibt Leute, die kennen das ohne Hinschauen. Ne? Die tut, meine Mutter so? Hat ferngeschaut und so? Hat... Ja, ja. So? Ja, ja. Ah, du kannst es auch. Da sieht man, die Leute, die schlecht Gitarre spielen können, die müssen immer alle schauen, was für einen Griff gerade greifen. Die, die gut spielen, schauen einfach ins Publikum. Ja. So. Na gut, wow, also, ich kann jederzeit. Ja, nachdem der Roland schon so weit ist, könnte man im Prinzip anfangen. Ja, jeder zum Fotografieren, ja? So, okay. Das ist alles so. Aber, schau mal. Weiter noch, du kannst es ruhig, das darf ruhig weiter vorstehen, die Nadel, ja, die rechte. Und links musst du immer schauen, dass das zurück, damit es dann nicht gleich runterfällt. Die darf auch weiter. Jetzt ist mir nicht mehr runtergefallen. Ja, das ist ja. Schaut hier mal, Elisabeth, rück ein bisschen näher bitte, wenn du so lieb bist. Ja, so, okay, jawohl. Und jetzt hätte ich ganz gerne so ein paar frohe Strickaufnahmen. Ja? Frohe Strickaufnahmen. Ja. Mit Blick in die Kamera. Mit Blick in die Kamera, würde ich sagen. Jawohl, okay. Ja, bitte, perfekt. Jawohl. Schau, so geht es. Hervorragend, ja. Okay, wir holen bitte den Ton an. Perfekt. Ja. So, ja. Die Maschen sind nicht wichtig. Ah, jetzt geht es schon auf Zeit. Jetzt werde ich mich gleich reihe fertig. Jetzt wird es nämlich schön. Okay, jawohl. So, das ist jetzt noch Konzentration aufs Stricken, aber jetzt zu mir. Ja, Alice, genau, dein Lächeln, das ist gut, Alice. Das ist super. Okay, jawohl. Da merkt man richtig den Spaß am Stricken. Alice, ja? Du musst dich zerkugeln, so. Ja. Okay. Jetzt war die letzte, ist gut. Da was? Na, so. Genau. Bleib so über die Lenden, Elisabeth. Jetzt ist es vorbei. Bleib in der Position, die linke Masche. Elisabeth. Die linke Nadel nehmen, ja. Die Masche. Nein, den Nolo gibt es jetzt nicht. Jetzt ist Ende kaputt. Nichts kaputt. Nein, du warst nicht. Genau, die stimmt noch. Die haben wir auch noch. Das sind total hübsche Noten. Weil die Kammer, die sind nämlich so, erstens sind sie für Rheumatiker geeignet. Für wen? Rheumatiker? Ja, ist eh gut, ich brauche eh. Ja, ich habe mir gedacht, sicher. Ja, also ich sage dir, okay, für deinen ersten Versuch ist das schon beeindruckend. Okay. Häkeln kann ich so, im Strich bin ich schlecht, aber häkeln. Ich habe aber Häkelnadeln dabei. Nein. Aber wir stricken ein Haus, wir häkeln nicht ein Haus. Ich muss niemandem was beweisen. Pass auf, ich brauche für einen kurzen Moment, brauche ich euch Aufmerksamkeit, jawohl. Ja.